Und damit hallo und willkommen zurück zu Shakes and Fidget. Ich bin der Dicke und ich wollte euch nur kurz einen Status-Upgrade der Pet-Geschichte in der Welt 10 geben. Also das wird heute kein langes Video, hoffe ich. Zumindest ist es nicht geplant. Wir nehmen natürlich alles durch, was wir durchnehmen können, aber im Bereich Pets fangen wir an. Oder nein, besser noch. Wir fangen im Bereich Charakter an, weil es ist was passiert. Ich habe die letzte Spiegelscherbe gefunden und ja, ich wollte euch auf jeden Fall dabei sein lassen, wenn das hier quasi passiert, und ich lasse jetzt los. Und damit habe ich jetzt quasi den Spiegel zusammengesetzt und bin jetzt in der Lage, auch wenn hier gerade eine Quest läuft, zum Beispiel in die Arena zu gehen, und das ist total super. Greifen wir mal Bad Santa an hier, zack, oh mein Gott, ich habe wieder einmal gefailt. Gut, kein Problem, alles gut. Machen wir da weiter, wo es im Endeffekt interessant wird, und zwar bei den Pets. Ich habe schon ein paar Früchte heute verteilt, allerdings noch gar nicht so viele. Also bis jetzt kam kaum was. Hier im Bereich Licht ein bisschen was. Ja, aber wie man sieht, ich habe meine finale Pet-Aufstellung jetzt zusammen. Also hier im Bereich Wasser, Okodil, Licht, Tink, Erde, Lillipon, Schatten, Zähaug, und im Bereich Feuer wurde mir mehrfach jetzt ans Herz gelegt, doch Gulps statt hier dem dritten Pet zu nutzen. Und ja, Gulps habe ich glücklicherweise schon, das dritte Pet noch nicht. Deswegen kommt mir das natürlich sehr zugute. Und ja, auch da habe ich schon ein bisschen gelevelt. So, dann geben wir hier gleich mal noch eine Pflaume ab und hier dann noch eine Zitrone. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt mit den eigentlichen Pet-Kämpfen anfangen, ja, machen wir hier mal eben noch ein bisschen Habitats. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch funktioniert, so ein wenig. Wir beginnen hier einfach mal gegen Orkal, beziehungsweise ist ja schon der zweite. Den ersten haben wir schon besiegt, und ja, das sieht sehr gut aus. Ich mache hier mal eben noch ein bisschen leiser, um Gottes Willen. Das war so nicht geplant, und ja, Orkal wurde besiegt. So, im Bereich Licht geht's weiter, wobei schaffen wir vielleicht noch den nächsten, ich weiß es nicht, Stufe 6 Okodil gegen Stufe 4 Okodil. Nein, das wird wahrscheinlich noch nichts, aber ich denke, im Bereich Licht schaffen wir auf jeden Fall auch noch den Quacklops. Ja, easy going, Mensch, klasse, Two-Hit. Und da gibt's auch direkt eine Frucht, warte mal, wir können hier in Wasser auch noch die eine Frucht abgeben. Der charmante Vorteil ist jetzt hierbei natürlich, es gibt massig Erfahrungspunkte, vor allem für den aktuellen Levelbereich. Und das ist unter anderem auch der Grund, warum ich dieses Video jetzt heute noch machen wollte, beziehungsweise heute rausbringen wollte und nicht erst morgen, weil es macht ja Sinn, durchaus schnell halt quasi Level-Ups zu bekommen, und wenn wir das quasi machen können, dann machen wir das eben. Und jetzt geht's weiter. Rengateng gegen Lillipon. Ich glaube, der Kampf ist auch schon entschieden. Das sieht ganz danach aus. Na, so. Und dann gibt's auch direkt noch einen Apfel. Zack. Und Schatten. Das wird jetzt natürlich interessant. 3 gegen 3, aber ich denke, unser Pet ist da durchaus im Vorteil. Oh ja, naja, könnte knapp werden, aber nee. Doch, das läuft. Das läuft. Ein Traum ist das. Und ja. Na, habe ich jetzt zu viel gefeiert? Nein, habe ich nicht. Okay, und da gibt's hier direkt auch eine Weintraube, und ja, 5 ist natürlich easy go. Oh, hier haben wir sogar noch das Level 1 Pet am Start. Das ist gut. Und ich denke auch, Gulps Stufe 3 wird gegen Gulps Stufe 5 kein Problem werden. Zack, easy going. Da können wir Gulps direkt noch 2 Erdbeeren geben. Und jetzt könnten wir mal probieren, ob wir hier gegen Pyrophibus eventuell vielleicht noch eine Chance haben. Und das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, das funktioniert. Und ja, das wird funktionieren. Das freut mich. Das freut mich sehr. Das heißt, hier haben wir dann tatsächlich im Bereich Feuer als erstes Element quasi auch ja, die 3 Starter soweit abgearbeitet. Warte mal, die Zitrone kann ich nicht mehr verteilen. Okay, gucken wir mal kurz in die Charakterübersicht, was passiert ist. Level 83. Okay, ich bin der Meinung, eben war ich noch 81. Sehr schön, das freut mich, und ja, würde ich sagen, machen wir hier direkt die Pet vs. Pet-Kämpfe. Mir wurde zwar der Tipp gegeben von wegen, ja, mach das doch, nachdem all deine Abenteuerlust vorbei ist und so, weil du kriegst ja dann noch Früchte. Und ja, stimme ich prinzipiell zu, aber ich bin mit meiner Abenteuerlust so ziemlich fast durch. Und
Ich, ja, also hier könnte man nichts mehr verteilen. Na gut, hier vielleicht noch. Aber gut, ich denke, ich bin zuversichtlich, dass das funktioniert. So, fangen wir einfach mal direkt an. Hier ein Pet, Gesamtstufe 2. Dann nehmen wir das niedrigste, also quasi Schatten. Gucken wir mal rein. Sehr schön, können die Pflaume direkt verteilen. Dann haben wir hier drei Pets, Gesamtstufe 5. Das ist natürlich schon mal ein sportlicher Ansatz. Aber ich glaube mit, schauen wir mal kurz rein, Erde könnten wir da durchaus erfolgreich sein. Ich überspringe das mal so ein bisschen hier. Orkal ist auch kein Problem. Und ja, dann haben wir quasi Okudil Stufe 3 gegen Lillipond Stufe 5. Ich denke, das Ergebnis ist klar. Und dann geht's weiter. Zwei Pets Gesamtstufe 5. Auch da würde ich mal sagen, Moment. Ja, gehen wir mit Licht ran. Da haben wir einmal Goldi Stufe 3. Sollte jetzt an sich kein Problem sein. Und dann müsste quasi ja dann noch ein Stufe 2 kommen. Genau, okay. Kein Problem. Easy going. Die Gesamtsituation quasi geklärt. Dann haben wir jetzt hier drei Pets Gesamtstufe 7. Das heißt, ich gehe davon aus, einer wird Stufe 5 sein. Und da gucken wir mal eben rein. Ja, probieren wir es mit Wasser. Ich glaube, das dürfte reichen. Da haben wir jetzt quasi Goldi gegen Goldi Stufe 1, Orkal gegen Orkal Stufe 1 und dann kommt Okudil, der quasi ja Stufe 6 gegen Stufe 5. Und das haben wir geknackt. Ein Traum, easy going. Oha, und jetzt kommt der erste richtig krasse Gegner, drei Pets Gesamtstufe 14. Also was das angeht, ja, kann man machen. Wird aber nicht funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Goldi Stufe 2, okay, da sehe ich jetzt weniger das Problem. Orkal Stufe 2, auch das nicht, aber Okudil Stufe 10. Wird wohl nicht funktionieren, ja. Schade, aber ich denke eine gute Bilanz, 4 von 5 geschafft. Ich glaube, das ist mein neuer persönlicher, also meine persönliche Bestmarke bis jetzt. Schauen wir hier mal eben rein, es ist ja jetzt möglich quasi zu questen und Aktivitäten parallel auszuführen. Und wir sehen, also das sind jetzt die letzten Abenteuerlustreste, die ich hier habe. Und ja, wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir direkt mal weiter. Moment, was haben wir? Genau, im Bereich Gilde sind wir jetzt tatsächlich komplett ausgebaut. Ich glaube, in der letzten Folge hat hier in der Festung noch was gefehlt. Das ist jetzt erledigt und wir sparen schon fleißig auf den ersten Raid, der da ja wahrscheinlich demnächst dann kommen wird. Und das wird ziemlich lustig. Lasst mir mal in den Kommentaren, was da, ob ihr sowas gerne sehen würdet, so Raid-Kämpfe oder so, oder ob ihr da überhaupt keinen Bock drauf habt. Lasst mir da und dann können wir mal gucken. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, weiter geht's. Was haben wir noch? Kurz mal geguckt. Ja, in der Charakterübersicht, jetzt wo wir gerade schon mal hier sind, ich habe neue Edelsteine bekommen. Warte mal, wo war er denn? Hier? 98 Geschick plus und dann hier sogar meinen ersten über 100. Das ist schon cool und habe ich auch natürlich prompt reingesetzt. Und was ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, was auch ziemlich cool ist, ich habe mein Sammelalbum gepimpt. Jetzt auf 71%. Mir fehlen noch ein paar Items im Bereich Kundschafter. Da muss ich nochmal was machen. Aber Magier und Krieger sind soweit momentan möglich vollständig. Das ist schon cool. Und ja, so langsam aber sicher geht das hier auch vorwärts. So, jetzt würde ich mal eben hier noch ein bisschen Crit pushen. Entgegen meiner Taktik, dass ich ja quasi hier das alles immer so auf dem 4, 4, 2 und dann hier quasi anderthalb Level haben möchte. Aber nun gut, oder? Wie mache ich das jetzt? Ich habe 30.000 Gold, das ist auf jeden Fall jede Menge. Komm, ich ziehe mal hier eben die Ausdauer auf 500 hoch, das Geschick. Dann die Ausdauer hinterher. Dann bleibe ich jetzt doch bei meiner Taktik. Das hilft ja nichts. Und jetzt kommt quasi das Glück dann auf 250. Da sind wir schon mal, naja, noch weit entfernt von 50%, aber schon mal näher dran als vorher. So, und jetzt ziehen wir das hier auf 125 hinterher. Ich weiß, ich kann gedrückt halten, aber ich klicke gerne. So, ich hoffe, das Klicken ist jetzt nicht ganz so nervig. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Nein, das schaffen wir leider nicht mehr. Aber gut, ist ja erstmal nicht ganz so wild. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch eben mal fix in die Dungeons, was wir da noch haben. Ich habe immer noch nicht den Schlüssel bekommen für den nächsten Dungeon, aber kein Problem. Gucken wir mal hier, Octopus. Der hat ja beim letzten Mal ein bisschen Probleme gemacht. Drei Tries machen wir, das reicht erstmal. Und dann haben wir hier den grünen Rex. Oh, der könnte tatsächlich fallen. Da könnte man
Na komm, einen machen wir noch. Und da ist er down. Da ist er down. Sehr schön. Gucken wir noch eben den nächsten Gegner an. Echsenbandit. Auch der sieht nicht schlecht aus. Der fällt ebenfalls. Und da gibt es einen neuen Bogen. Jetzt mal kurz reingeguckt. Also vom Schaden ist es schon echt ein krasser Unterschied hier. Aber nichtsdestotrotz würde ich den alten erstmal behalten. Ich weiß nicht, Ausdauer auf dem Bogen ist mir jetzt erstmal nichts, ja. Gucken wir nochmal eben hier Dragor an, der braucht ein bisschen. Aber gut, okay. Ja, dann sind wir hier an sich soweit durch. Schauen wir nochmal eben in die Festung. Wie gesagt, ich habe die Probleme mit dem angegriffen werden und so weiter. Ich habe jetzt die Befestigung ausgebaut, bin jetzt dabei, die entsprechenden Gilden und Magierturm-Dingens jetzt hier auf Stufe 4 hochzuziehen. Aber die Angriffe lassen einfach nicht nach. Das ist ein bisschen bitter, aber hilft ja nichts. Ja, Ritterhalle habe ich auf Stufe 7 insgesamt, Ausbaustufe der Gilde 144. Das ist schon nicht schlecht, aber definitiv noch ausbaubar. Aber alles zu seiner Zeit. So, dann sind wir in der Welt 10 an sich soweit fertig, glaube ich. Und dann gucken wir nochmal eben in die Welt 1. Hier blinkt schon wieder fleißig eine Quest. Das ist super. Nehmen wir die. Und ja, gucken hier nochmal eben durch. Also gut, hier passiert natürlich nicht allzu viel. Nein, wir waren in der Welt 10 noch gar nicht fertig. Das Glücksrad kommt ja heute noch. Und das machen wir mal eben noch schnell. Dann kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Gold rum. Und noch ein bisschen Erfahrungspunkte und Items und. Das ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Und ja, gucken wir mal kurz rein. Okay, schön. Item-mäßig jetzt nichts. Naja, okay. Nee. Das wird dann wohl gleich verkauft werden. Gut, dann sind wir durch. Dann machen wir hier auch direkt in der Welt 1 weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar, wo waren wir denn? Waren wir in der Festung? Nee. Aber hier tut sich insgesamt nicht so viel. Ich bin fleißig am Edelsteine suchen. Habe den Schattenweltschlüssel noch nicht gefunden. Schon mal so viel an der Stelle verraten. Also Schattenwelt bleibt weiterhin spannend. Ansonsten hier... Ah, Moment. Klar. Ich habe noch ein Lichtei gefunden. Das wollte ich euch natürlich noch eben zeigen. Mal gucken, welches... Jo, Fuson, traumhaft. Und dann können wir noch eben hier im Bereich Erde ein... Ah, genau, da hatte ich mir ja auch was aufgehoben. Und zwar ist Lillipon aktuell Stufe 99. Und dieser Apfel wird das ändern. Und damit habe ich mein erstes Stufe 100 Pet. Das ist doch geil, oder? Wahnsinn. Ich finde es super. Und... ja, nutzen wir die Gelegenheit doch gleich. Auch hier bin ich mit der Abenteuerlust schon nahezu durch. Das heißt, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal eben rein, was wir jetzt hier so machen können. Machen wir wieder die obligatorischen Habitat-Tries. Haben wir jetzt hier Schnöck gegen Musli. Das sah ja beim letzten Mal nicht so gut aus und auch diesmal nicht wirklich besser. Dann nehmen wir Nisat gegen Bofuchs. Auch hier, glaube ich, wird noch nicht so viel passieren. Oh, wobei, so schlecht sieht das an sich gar nicht aus, ne? Ich glaube, das wäre eine Frage der zu investierenden Pilze, bis das hier quasi von Erfolg gekrönt ist. Aber bevor ich jetzt hier Pilze rausschmeiße, gebe ich lieber noch ein bisschen, warte ich noch ein bisschen, bis das hier noch ein bisschen im Level gestiegen ist und dann wird das auch funktionieren. Und jetzt haben wir hier Stufe 100 Lillipon. Und wir stehen dann hier quasi vor Rufus. Und ich habe jetzt mehrfach gehört, dass das geht. Mit Lillipon Stufe 100. Und ja, ich denke auch, das ist eine Frage der zu investierenden Pilze. Aber auch hier stelle ich das erstmal hinten ran. Gut, hier machen wir erstmal nicht weiter. Das hat aktuell keinen Sinn. So, und dann sind wir an sich mit den Habitats durch. Und dann kümmern wir uns natürlich um die Petkämpfe. Und ich stelle schon wieder fest, die Folge ist gar nicht so kurz, wenn ich jetzt mal so drauf gucke, ne? Also, ja, gut. Dann macht das, dann ist das halt so. Stufe 97, nein, 96, Wasser, 6 Pets. Gut, ich würde einfach mal mit... Ich weiß es halt nicht, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, Feuer und Schatten sind extrem schwach bei mir. Naja. Also das 100er Lillipon hebe ich mir mal für einen späteren Kampf auf, würde ich sagen. Machen wir es mit Licht. Probieren wir es mal mit Licht. Schau mal rein, Okudil, Stufe 86, ich glaube, wobei doch, das könnte funktionieren. Nisat ist ja ein bisschen weiter rechts in der Auflistung. Gucken wir uns mal an, ja, doch, komm, noch ein bisschen mehr Kritten, ein bisschen mehr Treffen, ein bisschen mehr Ausweichen. Eieiei, nein, okay. Also es hätte klappen können, aber hat es nicht, okay.
Dann ist das so, kein Problem. Kein Problem. So, dann haben wir eine Gesamtstufe 107 Gegner. Und ich würde sagen, auf den lassen wir Lilipon los. Schauen wir mal, was passiert. Oh, Goldi Stufe 99. Ich glaube, das könnte funktionieren mit Lilipon, auf jeden Fall. Das finde ich gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt mach keine Dummheiten. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Kleinkram. Ich glaube, das wird ihm aber auch nicht helfen. Nein, hat es nicht. Sehr schön. Dann verteilen wir hier eben mal noch die Pflaume. Zack, Schnöck. Und dann haben wir einen Stufe 100 Gegner. 9 Pets. Und da würde ich sagen, nehmen wir Wasser, oder? Ja, naja, ich glaube zwar nicht, dass das großartig funktionieren wird jetzt hier. Aber schauen wir uns das an. Ja, Okodil, Stufe 89. Da wird Schnöck, naja, nee, keine Chance gegen haben. Nein, aber wenigstens ein bisschen runtergekloppt. Gut, leider nicht erfolgreich. Was haben wir jetzt? 94, 7 Pets. Nehmen wir, was nehmen wir denn da? Da nehmen wir Feuer. Und gucken uns das Ganze jetzt nochmal an hier. Okay, naja, nee. An sich recht ausgeglichen, das Ganze hier. Los, ja, sehr schön. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt könnte es tatsächlich dann doch funktionieren. Zumal ja nach dem Ratzfratz dann auch noch ein Stufe 30 irgendwas kommt. Sehr schön, hat geklappt. Nicht schlecht. So, Schnöck, Stufe 70. Sehr schön. So, und dann haben wir jetzt quasi den letzten Gegner, Gesamtstufe 104 gegen Schatten. Schauen wir mal. Oha. Nee, der hat Okodil hochgezogen. Ich glaube, da hat Schlorps nicht mal im Ansatz eine Chance. Überspringen wir hier mal ein bisschen was. Gucken wir mal noch, ob Ruptikatz vielleicht was reißen kann. Aber nein, auch das wird nichts. Da ist der Levelunterschied einfach zu groß. Und das ist, denke ich mal, noch eine Frage der Zeit, bis das dann auch irgendwann funktioniert. So, dann sind wir hier an sich durch. Schauen wir noch eben in die Dungeons. Machen wir da auch noch den obligatorischen, die obligatorischen Tries hier im Turm. Einmal kurz geguckt. Könnte funktionieren. Wir machen wieder drei Tries, würde ich sagen. Und das wird nichts. Das wird nichts. Und schauen wir mal. Ah, okay, das sieht alles immer sehr ähnlich aus, ne? Und oh mein Gott. Puh. Das ist natürlich heftig. Also das wäre ein zusätzlicher Treffer gewesen. Offensichtlich war es uns nicht vergönnt. Kein Problem. Früher oder später wird es funktionieren. Dann gehen wir nochmal eben nach Osteros, machen da die obligatorischen drei Tries und inzwischen sieht der auch echt richtig gut aus. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis auch der Kollege liegt. Wie gesagt, Schattenwelt aktuell nichts weiter. Und dann machen wir noch eben hier ein bisschen Glücksrad-Action und dann sind wir an sich auch schon durch heute. Phänomenal, dass Lilipon jetzt inzwischen Level 100 ist. Ich hatte ja eigentlich vor, die Folge sowas wie, ja, der Spiegel ist vollständig zu nennen oder so, aber da habe ich natürlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass Lilipon Stufe 100 wird. Das heißt, die Folge wird jetzt wahrscheinlich heißen Lilipon Stufe 100. So, und dann gucken wir hier noch eben, starten noch eine neue Quest. Hier unten blinkt noch irgendwas Lustiges in der Festung. Gehen wir da mal eben rein, Ausbau beendet. Und jetzt kann ich gleich nochmal einen Entschluss treffen, was ich quasi als nächstes ausbauen möchte. Gut, jetzt, wenn die Pets so langsam kommen und man die Dinger da aufheben muss, ich würde sagen, ich baue die Schatzkammer aus, weil ich brauche Platz im Inventar. Wie man sieht, das ist schon wieder ganz schön eng. Das hier wird gleich alles vertickt und dann sind wir durch. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Shakes and Fidget. Ich bin der Dicke. Bis dahin.